Jetzt geht es um ein Thema unerhörtes Benehmen von Bevölkerungsgruppen, die einem eigentlich nur leid tun. Ich war gerade mit meiner Tochter bei Aldi einkaufen. Da saßen zwei Obdachlose vor Aldi, haben jeden angeschnauzt, haben jeden angepöbelt. Nur weil meine Tochter neugierig rübergeschaut hat, haben sie das als Balk beschimpft und so weiter. Mich habe ich marotzt, weil ich keinen Cent hingegeben habe, dafür, dass sie meine Tochter beleidigt haben. Ja, ich bin bei Aldi reingegangen, habe denen das gesagt, entweder rufen sie die Polizei oder ich rufe die Polizei, sonst ist das Ding erledigt. Weil es geht gar nicht. Nichts gegen Obdachlose, die sind auch nur Opfer der Gesellschaft. Aber auch die haben sich zu benehmen. Die haben auch Anstand zu haben gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, die eben ja anders sind. Niemand darf diskriminiert und ausgegrenzt werden, nur weil er nicht so ist wie man selbst. Und deswegen hat man noch nicht jemanden zu beleidigen. Und gerade Kinder, die nichts dafür können, unschuldige Kleinkinder, die gerade mal ein Jahr sind, zwei Jahre alt sind, als Bike zu beschimpfen, nur weil sie gucken, das geht überhaupt nicht. Also ich habe jetzt bei Aldi die Polizei rufen lassen, habe eine Anzeige gemacht gegen die Obdachlosen hin oder her, aber die haben sich zu benehmen. Da gibt es für mich keine Grenzen und bei Kindern hört bei mir der Spaß auf, insbesondere bei meiner eigenen Tochter, da gehe ich selbst über Leichen. Und wer mein Kind anschnauzt oder beschimpft, muss damit rechnen, rechtliche Konsequenzen zu bekommen. Das werden die beiden Obdachlosen jetzt erleben. Die kriegen jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung und Nötigung von der Polizei. Und damit hat sich das. Klar, es wird ins Winde verwehen, aber was soll's? Die sollen mal erkennen, dass sie nicht alles machen dürfen, nur weil sie auf der Straße sind. Ja. Die haben sich auch zu benehmen, genau wie alle anderen Menschen auch. Die sind keine Ausnahme, nur weil sie obdachlos sind. Auch wir können mal dazu kommen auch, und wir haben nicht das Recht, auch das zu machen, was die machen. Wir müssen uns auch benehmen. Und gerade bei Kindern hört es auf. Da hört der Spaß gewaltig auf. Kinder hat man nicht zu beleidigen, wenn sie nichts getan haben und außerdem nicht zu gefährden. Und das gilt für alle Bevölkerungsgruppen, nicht nur für die Obdachlosen, auch für unsere Regierung. Und zwar sind unsere Regierungen, die sind ja die Schlimmsten. Das sind ja die reinsten Kinderhasser und Mörder. Um auf den Punkt zu kommen, die bezahlen lieber Geld für Waffen, die Kinder töten, als einen einzigen Cent, das Kindern hilft. Haben wir doch jetzt im Ukraine-Krieg erlebt. Lieber Waffen richtig schicken, was jedes Kind schön richtig auseinandermetzeln kann, anstatt einen Cent ins Bildungswesen zu stecken, dafür ist kein Geld da. Und auch da hört's auf. Gegenüber unseren Kindern muss ich benommen werden. Weil, was sind wir für ein Beispiel, wenn wir uns nicht benehmen? Unsere Kinder ahmen uns doch nach. Die werden dann genauso wie wir im Endeffekt. Und wo haben sie es her? Von uns, weil wir uns nicht benommen haben. Irgendwo hört es doch mal auf. Tschüss.